Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christum, wir kommen nun auf der Basis des Index von C.I. Scofield zum ersten Korintherbrief. Verfasser, Gott, Schreiber, Paulus, Thema, Wandel des Christen, Datum der Niederschrift, circa 56 nach Christus. Der erste Brief an die Korinther wurde von dem Apostel Paulus am Ende seines dreijährigen Aufenthaltes in Ephesus geschrieben. Über die Beziehung des Paulus zu der Gemeinde in Korinth wird in Apostelgeschichte 18 berichtet. Die Gelegenheit zum Schreiben dieses Briefes war eine Anfrage der Gemeinde über Dinge wie Heirat und den Gebrauch von Nahrungsmitteln, die den Götzen geopfert waren. Aber der Apostel Paulus war auch sehr beunruhigt über Berichte von Korinth, die von immer tieferen Trennungen, von verschärften Streitigkeiten und anderen Problemen handelten. Und dazu kam ein Fall von Blutschande, den die Gemeinde nicht gerichtet hatte. Der Hauptinhalt des Briefes ist die Richtigstellung eines Irrtums, der mehr durch die fleischliche Gesinnung der Gläubigen zu Korinth als durch eine Irrlehre aufgekommen war. Wenn Paulus in diesem Brief auch sein Apostelamt verteidigt, weil damit die Autorität der Lehre, die ihm offenbar wurde, verbunden ist, so ist dieses Schreiben doch nicht eine Abhandlung über die Lehre, sondern ein Ausdruck seines Schmerzes, seiner Besorgnis und seines heiligen Unwillens über die ungeistlichen und unmoralischen Zustände in der Gemeinde zu Korinth. Die Gegenstände, die behandelt werden, sind verschieden. Aber sie stehen alle mit dem Gesamtthema in Verbindung, nämlich dem Wandel des Christen. Auch die gewaltige Offenbarung der Wahrheit über die Auferstehung wird mit diesem Thema verbunden. Trotz des dunklen Schattens, der durch die Schwierigkeit in Gemeinden über dem Brief liegt, gibt Paulus gerade hier ein herrliches Loblied über die Liebe des Christen weiter, Kapitel 13. Und ebenso die ausführlichste Abhandlung über die Auferstehung des Leibes, die wir in dem Worte Gottes haben, Kapitel 15. Der Brief kann folgendermaßen eingeteilt werden. Also die Einleitung, dann Spaltung in der korinthischen Gemeinde, Unmoral zurückgewiesen, Zucht anbefohlen, die Heiligkeit des Leibes, die christliche Ehe, über Götzenopfer, Beschränkung der christlichen Freiheit, christliche Ordnung und das Brotbrechen, also nicht Abendmahl, Mahl des Herrn, geistliche Gaben und ihr Gebrauch in der Liebe. Dann siebter Punkt, die Auferstehung der Toten. Schluss, verschiedene Anweisungen und persönliche Grüße. Schlüsselvers, Kapitel 1, 2. Unser Herr, sowohl ihrer als unser. Darum geziemt dem Volk Gottes Heiligkeit. 3,16. Die Hoheit Christi und die Versammlung Gemeinde, das Haus und der Tempel Gottes. Die Kirche oder Gemeinde, Versammlung oder GDH, die Gemeinde der Heiligen der Gnadenzeit. Sie ist das Ergebnis seiner dort geleisteten Arbeit von 18 Monaten. Vergleiche Kapitel 4,15 mit Apostelgeschichte 18. Ursprung des Briefes. Nach der Abreise des Apostels von Korinth auf seinen ersten Besuch, der in Apostelgeschichte 18 berichtet ist, zeigten sich schwere Missstände in der dortigen Versammlung. Die Ankunft und der Bericht einiger Glieder einer wohlbekannten Familie, Kapitel 1, Vers 11, und die gemeinsamen Mitteilungen anderer Besucher, Kapitel 5, Vers 1 und 11, 18, beweisen, dass in Korinth die traurige Unordnung trotz aller seiner Bemühungen fortdauerte. Er war damals längere Zeit in Ephesus tätig,
von wo aus er diesen ersten Brief voller sehr ernster Ermahnungen schrieb. Vergleiche Kapitel 16 mit Apostelgeschichte 19. Aus Kapitel 7,1 ist auch zu ersehen, dass er inzwischen auch einen Brief mit diversen Anfragen aus Korinth erhalten hatte, den er nun mitbeantwortete. Man hat aus Kapitel 1, Vers 9, aus Kapitel 1, Vers 5 und bis 11 geschlossen, dass er noch einen früheren Brief an Korinth geschrieben haben müsse, sodass der vorliegende schon der zweite gewesen wäre. Doch scheint uns dies nicht begründet, da der Anfang von Kapitel 5 eher zeigt, dass Paulus das Thema dort neu angeschnitten hat. Die Wendung »Ich habe euch in dem Brief geschrieben« ist vielmehr, wie Johannes in seinem ersten Brief auch tut und auch wir oft tun, ein Wiederanknüpfen an weiter oben Gesagtes. Das kann so sein, es kann aber auch sein, dass wirklich mehr Briefe geflossen sind, die nicht erwähnt werden im Wort Gottes, weil sie nicht inspiriert waren. Der Apostel Paulus hat garantiert auch private Briefe geschrieben, die nicht inspiriert waren. Zweitens, der erste Brief nach Korinth ist, wie gesagt, in Apostelgeschichte 18 berichtet. Eine zweite ist in Kapitel 19, Vers 21 und 20, Vers 1 bis 3 angedeutet. In 2. Korinther 12, 12 und 13, 1 schreibt Paulus von einem dritten Besuch in Korinth. Das muss die in Apostelgeschichte 20 erwähnt sein, da diese ja seine letzte freie Reise war. Siehe den weiteren Verlauf in Apostelgeschichte 20. Auf diese beziehen sich auch die Angaben 2. Korinther 2, Vers 12 und Kapitel 7. Auf dieser Reise etwa von Mazedonien aus hat Paulus augenscheinlich den zweiten Brief an Korinth geschrieben. Es ist nun nicht ersichtlich, ob zwischen den beiden Briefen noch ein im Wort nicht genannter Besuch liegt oder ob Paulus seinen ersten Brief als Besuch mitrechnet. Vergleiche Kapitel 5, Vers 3. Leitgedanken und Schlüssel. Der Schlüssel für Inhalt und Verständnis dieses Briefes ist der geistige und moralische Zustand der Korinther. Zweitens, obgleich die Glieder der Gemeinde zu Korinth hauptsächlich aus den unteren Schichten der Bevölkerung hervorgegangen waren, Kapitel 1, 26, waren sie doch nicht frei von dem besonderen Hang der Griechen zum geistigen Hochmut. Korinth war neben Buler Athens. Die Griechen waren stolz auf ihre Sprache, ihre Natur, ihre Literatur, Gelehrsamkeit und Logik. Paulus will nun mit diesem Brief dem griechischen Geist begegnen. Er beginnt damit, die Weisheit abzulehnen. Kapitel 1, Vers 17, 2, Vers 1 und so weiter. Dieser Brief enthält manche Zurechtweisung für die Großen in dieser Welt, die auf ihre natürliche Weise vertrauen, aber in den Augen Gottes Toren sind. Die Welt erkannte Gott nicht nur durch ihre Weisheit. Kapitel 1, 21. Der natürliche Mensch nimmt nicht an und kann nicht annehmen, was des Geistes ist. Die göttlichen Wahrheiten sind ihm verborgen. Drittens. Sie waren auch der Unsittlichkeit, Kapitel 5, der Trunksucht, Kapitel 11, 21, den besonderen Sünden ihrer Stadt ergeben. Ton des Briefes. Dieser Brief ist ganz deutlich ein Brief ernster Vorwürfe. Selbst die Lehre, die er enthält, wird oft in der Form des Tadelns und der Zurechtweisung gegeben, Kapitel 15, Vers 12. Es ist durchaus praktisch, sogar das wunderbare Auferstehungskapitel ist ein Ansporn zum Dienst, indem er die Missstände im gegenseitigen Verkehr und im geistlichen Leben des Volkes tadelt und richtigstellt
Und obgleich der Brief ursprünglich nur für die Christen in Korinth bestimmt war, machen ihn die daran erläuterten Grundsätze passend und anwendbar für das ganze Volk Gottes aller Zeiten. Gliederung. Der Brief zerfällt von selbst in zwei Hauptteile, die sich mit Angelegenheiten befassen, welche erstens Paulus berichtet wurden und zweitens über die Paulus angefragt worden waren. A. Paulus wurde berichtet über erstens kirchliche Unordnung, Einleitung, Spaltung werden verurteilt, weltliche Weisheit wird verurteilt, Wahrdienst, Hindernisse, die Quelle des Erfolgs, zweierlei Art und Dienst, unser Meister. Zweitens gesellschaftliche Unordnung, die Sittenlosigkeit verurteilt, der Mangel an brüderlicher Liebe wird streng getadelt. B. Paulus wurde befragt über erstens gesellschaftliche Unordnung, Kapitel 6, Vers 11 bis Kapitel 10. Erstens über Ehe, Ehelosigkeit und Ehetrennung. Zweitens über das Essen des Götzenopfers. Drittens Paulus über seine Autorität und sein Beispiel. Viertens Lehrbeispiel Israels, Kapitel 10, Vers 1 bis 15. Fünftens das Gebot der Liebe in Bezug auf Essen und Trinken. Essen und Trinken sind das Symbol der Gemeinschaft. In Vers 16 und 17 ist der Tisch des Herrn der Tisch der Gemeinschaft. Zweitens, kirchliche Unordnung. Erstens, Mann und Weib, Abbild von Christus und der Versammlung. Zweitens, Unordnung, Betreff des Brotbrechens und dessen Bedeutung. Drittens, Belehrung über die geistlichen Gaben. Viertens, die Liebe und die wahre Triebfeder und Kraft des Dienstes. Fünftens, Ausübung der Gaben. Weissagung, die wichtigste Kapitel. Sechstens, Belehrung über die Auferstehung der Gläubigen. Siebtens, betreffend Sammlungen, Kollekten, Kapitel 16. Achtens, Schlusswort, Kapitel 16, Vers 5 bis 14. Botschaft. Ein sorgfältiges Studium des Neuen Testaments offenbart die Tatsache, dass der volle Titel unseres Herrn, Herr Jesus Christus, nur dann benutzt wird, wenn der Schreiber die Hoheit Christi kundzutun und ihr Nachdruck zu verleihen sucht. Wie bedeutsam ist es deshalb, dass dieser Titel des Herrn in den ersten 10 Versen 6-mal gegeben wurde. Vers 2, 3, 7, 8, 9, 10. Der Name Herr ist sehr hervorgehoben. Kapitel 1, 31, 2, 8, Vers 16, 3, Vers 20, 4, 4, 5, 4, 6, 13 und so weiter. Hier liegt eine tiefe Bedeutung, denn alle Missstände, die im Leben gefunden wurden, waren dadurch entstanden, dass sie Jesum Christum nicht als Herrn erkannt haben. Mache ihn zum Herrn deines Lebens. Liebe Geschwister, das also eine Kurzübersicht über den Korintherbrief, entnommen von der Scofield Bibel und dem Buch Abriss und Gliederung von Robert Lee. Beide Bücher kann ich wirklich von Herzen sehr empfehlen. Sie sind kostengünstig und sie sind hervorragend, um einen Kurzüberblick oder als Nachschlagewerk zu benutzen. Im Herrn Jesum Christum, ich wünsche euch auch Gottes Segen beim Betrachten seines Wortes. Im Herrn einen guten Tag. Ja,